Kalimera aus Athen, hier oben auf dem Akropolis-Hügel, das westliche Tor. Hinter dem Eingangstor die Propyläen, 6 dorische Säulen, 34 vor Christus. Sehr windig heute. Man hat aber trotzdem einen wunderbaren Ausblick von oben, von dem Akropolis-Hügel, auf die Stadt. Sehr bewölkt. Und hier der Parthenon, der Tempel der Jungfrau. Der weiße Marmor wurde extra 16 Kilometer von dem entfernten Berg hierhin geschafft. Die Säulen sind 70, der Tempel ist 70 Meter lang und 30 Meter breit ungefähr. Der Nike-Tempel, der Tempel der flügellosen Siegesgöttin. Das Dionysos-Theater aus dem 5. Jahrhundert. 17.000 Plätze für Oberamte, Priester. Hier oben auf dem 40 Hektar großen Felsplateau der Akropolis. Sie überragt 92 Meter Athen, Attika. Das bedeutet hohe Stadt. Griechisch Akro, höchster Punkt. Und Polis, Stadt. Auch gleichzeitig Zitadelle genannt. Ein Zufluchtsort der Götter, Königin, vorbehalten war. Riesiges Gelände hier. Hier nochmal der Parthenon. Von der anderen Seite Tempel der Jungfrau. Dieses Wunderwerk aus Marmor, erdacht von dem genialen Bildhauer. Phidias. Und erbaut von den Architekten Iktinos und Kallikrates. 46 äußere Säulen, 10,5 Meter hoch. Und hier das Arechtheion. Der Tempel, der Mittelpunkt der Akropolis, der sakrale Mittelpunkt. 15 Jahre Bauzeit bis 406 vor Christus. Der Bau musste 3 Kulte unter einen Hut bringen. Athene, des Poseidon und des Erechtheus. Die 6 berühmten Karyatiden, überlebensgroße Mädchenfiguren aus Marmor. Die Originale sind im Akropolis Museum zu sehen. Das sind Nachbildungen. Und hier einer der 3 historischen Hügel mit Denkmäls und Befestigungsanlagen. Und nun alles Liebe von der Akropolis. Auf Griechisch Yassas. Tschüssi.